Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixel Gun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute werden wir mal wieder eine neue Waffe testen, denn für alle, die das letzte Video gesehen haben, die haben ja gesehen, dass ich zum Schluss, also am Ende des Videos, eine Waffe zum Testen bekommen habe für 2 Spiele und die werden wir gleich mal testen. Und zwar geht es um die Gum Rifle hier. Ja, schießt anscheinend Gummi, deswegen gibt es auch hier eine Verlangsamung, Flächenschaden und schießt Raketen. Ist eine Primärwaffe, eine denkwürdige Primärwaffe mit einer Effizienz von 99. Bei mir zumindest, weil das richtet sich ja auch nach dem Level, das man ja gerade hat, wo man die Waffe bekommt. Ja, ich würde sagen, wir testen das zusammen. Ihr schreibt mir gleich mal in die Kommentare, falls ihr diese Waffe schon habt, wie ihr die so findet oder wenn ihr sie kennt. Und für alle, die sie noch nicht kennen, ich würde sagen, ihr bleibt da auf alle Fälle dran und passt auf, denn vielleicht ist es ja eine Waffe, die zu eurem Spielstil passt. Für mich ist das auch ein erster Eindruck. Ich habe diese Waffe noch nie gespielt, denn ich habe auch nur 2 Kämpfer jetzt frei. Und ja, wir werden uns da zusammen mal ein kleines Bild von dieser Waffe machen. Und ja, wenn euch dieses Video gefällt, nicht vergessen, hier einen Daumen nach oben zu geben. Vielleicht knacken wir mal wieder die 500 Daumen nach oben. Das wäre eine sehr, 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 sehr coole Sache. So, ich würde sagen, angelegt ist die Waffe. 745 wird sie momentan kosten, aber nachdem man sie ja getestet hat, wird sie ja billiger, deswegen nie sofort kaufen. So, ich würde sagen, wir testen die Waffe gleich mal hier im Eispalast, denn sie schießt ja Raketen, deswegen ist es, glaube ich, ganz okay, wenn man das auch hier mehr auf Reichweite spielt, denn beim Eispalast kann man ja in dieser großen Halle in alle möglichen Richtungen schießen. So, Gum Rifle. Hier sieht sie nicht so lila aus, weil man eben hier... Oh, okay, die Waffe... Oh, man muss hier neu laden. Okay, wieso musste man da gleich zu Beginn neu laden? Das verstehe ich nicht ganz, aber na gut. So, einmal getroffen. Also ist nicht unser Kill gewesen. Was ist denn da los? Ich meine, oder das Spiel hat mal kräftigst gelaggt. Eins von den beiden. Yes! So. Nächster Kill. Okay. So, schaltet kurz mal die Facecam weg, dass ihr das Spiel in vollen Zügen genießen könnt. 17:23 sieht nicht so aus, als würden wir das hier gewinnen, weil ich sehe auch keine Gegner. Irgendwer hat das Spiel verlassen. Ich hoffe, der Beste vom gegnerischen Team. So, da ist ein Gegner. Okay. Die Kugeln prallen auch ab. Ist halt auch eine Gum Rifle. Okay, nein, sie prallen nicht ab. Hä? Es würde schon Sinn machen, wenn die Dinge abprallen würde. Und sie schießt wenigstens gerade. Yes, jetzt haben wir den endlich gekillt. Der Typ hat mich ja 2-mal gekillt. So, Gap, du bist weg. So, und wenn ich eine Waffe teste für euch, dann spiele ich ja meistens nur mit dieser Waffe. Da wechsle ich nicht viel herum. Ja, das Blöde ist, dass die Waffe eben hier nicht direkt fliegt, beziehungsweise die Projektile einfach sehr, 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 sehr langsam fliegen. Finde ich nicht cool. Ich spiele lieber Waffen, wo die Projektile sehr, sehr schnell zum Gegner fliegen, weil man da eben, ja, auf Reichweite dann doch nicht so gut spielen kann, außer der Gegner bewegt sich nicht. Ist mehr so im Nahkampf, ist es nice, weil er ja dann auch verlangsamt wird, aber auf Reichweite mit so einer langsamen Kugel nicht so geil, muss ich sagen. Na gut, so, 8 Zähler sind wir hinten, Niederlage, aber ich habe halt auch nicht lange gespielt. Und wieso komme ich jetzt nicht in die Ansicht, wo ich sehen kann, wer wie viel gekillt hat? Was ist denn das wieder für ein Bug? Aber na gut, so im Clan können wir hier wenigstens mal ein paar Truhen öffnen. Okay, so, liebe Clanmitglieder, legt euch doch etwas ins Zeug. Wir haben hier 0 gesammelt. Okay, ich habe auch 0 gesammelt, also ich darf mich eigentlich ja nicht hier aufregen. So, ein Spieler haben wir noch frei, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf eine kleinere Map, wo es vielleicht mehr Sinn macht dann mit dieser Waffe. Gehen wir in die Poolparty. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt, aber gemacht, eine Poolparty. Ja, schauen wir da mal rein. Vielleicht geht's da ja besser. Und ich verstehe einfach nicht. Was? Ist die Waffe jetzt weg? Ich hab die ja nur... Nicht kaufen, anlegen. Wieso? Pixel Gun, was ist denn los mit dir? Ein Bug nach dem anderen. So, haben wir wenigstens mal einen Kill. Bevor ich hier ganz durchdrehe. So. 25:50. Ach, dieses Matchmaking. Das macht mich so wütend. Was ist das für eine Spielermotivation, wenn man in ein Match geht? Wird hier automatisch in das schlechtere Team gerankt, das einfach mal 20 Zähler hinten ist. Und dann... Alter. Sowas macht überhaupt nur Spaß, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, macht einfach nur Spaß. Da habe ich dann gar keine Lust mehr, ordentlich zu spielen. Aber na gut, das ist dann eine andere Sache. Und dann laggt es auch noch extremst herum. Es laggt einfach megamäßig herum. Die Gegner haben 73 Kills. Und wieso stand jetzt bei meiner Gum Rifle beim Tod hier keine Effizienz? Okay, da ist sie wieder. So, 40 Zähler hinten. Cool. Gibt's eigentlich... Bin ich eigentlich der einzige Spieler in meinem Team? Nee, da ist noch einer. So, da haben wir wenigstens ein paar Kills. Was? Man kann sich mit der Gum Rifle... Okay, sie macht ja vielleicht einen Schaden. Man kann sich damit selber killen. So, 15 Sekunden noch. Das ist einfach so ein Beschiss, Leute. Das ist so blöd. Das macht keinen Spaß. Ganz ehrlich. Es macht so keinen Spaß, wie das Pixel Gun momentan handhabt. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich werde da in ein Match reingerankt, wo man 20 Zähler hinten ist. So, jetzt könnte die Gratiswaffe ist jetzt abgelaufen. Und jetzt könnte man sie um... Ja, 320 Gold kaufen. Ich habe leider nicht so viel Gold. Ich fand sie jetzt auch nicht so nice, weil die Projektile eben extremst langsam fliegen. Wenn das besser wäre, dann ja, wäre die Waffe schon um einiges besser. Das Verlangsamen ist jetzt auch nicht so nice. Aber na gut. So, wir haben da oben noch ein paar Preise zum Einlösen. Ja, weiß nicht, wie ihr die Gum Rifle findet. Schreibt mir das unbedingt mal rein. Hier in die Kommentare, wäre sehr, sehr interessant. So, 3 Teile für diesen komischen Kopf. Alles klar. Und dann schauen wir noch da rein. Da können wir uns ja auch noch was holen. Den Aufseher zum Beispiel, aber da brauchen wir noch einiges an Teile. So, 5. Yeah, 5 Teile. Nochmal drehen kostet 5. Drehe ich nicht. Was gibt's hier noch? Sturm. Das weg. Meine Münzen wären auch cool. Oder eben die Teile, 10 Münzen, nice. Kann man sich nicht beschweren. Da geben wir auch das VIP weg. Finde ich nicht geil. 15 Teile, okay, da brauchen wir nur 100. Ist aber auch nur ein Skin. Der bringt uns nicht so viel weiter. Boah, die 80 Teile wären megamäßig. Aber nö, wir bekommen 5 Teile, weil es ja so zufällig hier ist. Aber... Ja. So, eigentlich wollte ich nicht, dass dieses Video so jetzt ausartet, dass ich mich so beschwere über dieses blöde Matchmaking. Ich würde sagen, Da werde ich mich im nächsten Video etwas austoben über dieses blöde Matchmaking und andere Unfairheiten bei Pixel Gun 3D. Aber na gut, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fürs Jahr Daumen nach oben. Falls du neu bist, würde ich mich sehr über ein Abo von euch freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Tschüssi.